Flores und das ist hier auch ein sehr alternatives Hotel, aber nicht so alternativ wie Barranco, sehr touristisch. Hier ist ein kleiner Park, wir sehen hier wieder die Klippe und es ist 17 Uhr, kurz vor Sonnenuntergang, eine Stunde ist noch Sonnenlicht da. Die Maske nervt auch immer, muss ich sagen, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall fein. Wenn ich die jetzt abnehme zum Sprechen. Hier ist dieser kleine Park, finde ich mega gut. Ich habe mir mein Bierchen geholt, um den Sonnenuntergang zu genießen. Ich würde tatsächlich gern nach unten und mal surfen. Aber das Risiko ist mir zu groß, dass meine Tasche dann doch geklaut wird, wenn ich surfe. Da ist dann doch mehr als 1000 Euro wahrscheinlich an Wert drin. Und dieses Risiko muss ich leider nicht, oder sollte ich nicht eingehen. Denke ich. Ich werde ja auch nach El Salvador bald fliegen und da wird es wahrscheinlich ähnlich gute Bedingungen geben wie jetzt hier. Und ja, deswegen glaube ich, gucke ich mir das an. Hier scheint sogar noch ein bisschen mehr los zu sein als gestern in Barranco, was Surfen angeht. Wir haben auf jeden Fall auch hier wieder so einen steinigen Strand. Und hier vorne ist gleich so ein Café. Ich dachte, vielleicht hole ich mir noch einen Kaffee oder ein Bier. Und auf jeden Fall kommt man hier anscheinend auch runter und ja, da gibt es nicht so viele Orte hier, wo man tatsächlich zu Fuß runtergehen kann. Gestern bin ich auch zu Fuß zurückgegangen, habe das Ganze aber nicht gefilmt, weil da war ich doch relativ allein und sind noch ein paar Leute entgegengekommen, so neben der Autobahn. Ja, deswegen musste das nicht unbedingt da die Kamera haben. Ja. Und Paragliding gibt es ja auch. Ich weiß nicht, ob man das sieht dahin. Eben habe ich auf jeden Fall viele gesehen. Das ist anscheinend auch eine coole Sache, die man hier machen kann. Da ich nur 2 Tage hier war oder bin, habe ich mich dagegen entschieden. Da gibt es auf jeden Fall auch eine Möglichkeit in Paracas, glaube ich. Nicht über der großen Stadt, aber über so ein wüstenähnliches Gebiet das Ganze zu machen. Und ja, hier ist dieses Café. Vielleicht würde ich Kaffee bestellen oder so. Mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch Glas oder so. Maske natürlich. Ah, ich habe gefallen. Hola. Wie heißt du? Café. Okay, gracias. ¿Estás esperando? Go ahead. Bueno, okay. Hola. Bienvenido a esta francesa. ¿Hay café? Sí, tengo americano, espresso, cappuccino. Okay, un cappuccino, por favor. Y nada más. ¿Solo la bebida? Sí. ¿Sería 8 soles? 8. ¿Me indicas tu nombre, por favor? Marco. Marco. Su celular, Alonso. Okay, 10 soles, auf jeden Fall. 20. ¿Tendrás un billete más chico? ¿De nuevo? Ah, más chico, más chico. Sí, por favor. ¿O es posible con tarjeta? Sí, mejor. Ok. Directo, ¿verdad? ¿Perdón? Directo, una cuota. ¿Una cuota? Copy.
Sí, gracias. Okay, gracias. Luego. Mein Tripod gerade benutze, um ein Timelapse-Video zu machen, wollte ich auf jeden Fall das hier zeigen. Denn das ist eine mega, mega Empfehlung. Sonnenuntergänge hier in Miraflores. Da hinten ist Parque del Amor, also der Liebespark. Kurz dahinter kann man das Paragliding machen. Und ich habe es leider nicht gemacht, aber habe den Leuten zugeguckt, wie sie gelandet sind. Aber trotzdem, umsonst ist das hier auf jeden Fall. Schöner Sonnenuntergang und ja, in den Tropen ist der Sonnenuntergang ja immer relativ schnell. Muss da ein bisschen mich hinhocken, weil ich sonst das Video von den anderen Leuten oder die Fotos von den anderen Leuten kaputt mache. Surfer sind immer noch draußen auf dem Meer. Und die Wellen kommen einfach wie an der Schnur gezogen. Das ist richtig schön zuzugucken. Und da hinten gibt es irgendwie so ein Kreuz. Keine Ahnung. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Und hier wird einmal die Dimension von Lima deutlich. Hier sind wir nur im Süden. Und da hier beim Kreuz geht die Stadt noch weiter. Ist noch mehr im Süden von Lima. Und hier geht es dann, ich glaube, 20 Kilometer weiter bis zum Flughafen, wo ich gelandet bin, vor 2 Tagen. Und ja, jetzt haben wir den Sonnenuntergang. Gleich ist vorbei. Verschwindet der rote Feuerball im Pazifischen Ozean. Wirklich schön. Sollte jeder machen, der in Lima ist, hier zu Miraflores gehen, den Park entlang gehen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber der geht hier von Miraflores bis Barranco, ja, und wahrscheinlich dann immer noch ein bisschen weiter. Und da ist es überraschend, wie schnell es doch geht. Bin es gar nicht mehr gewohnt. Kann man sogar runterzählen. 5, 4, 3, 2, 1. 0,5, 0,3, 0,2, 0,1 und boom, noche. Also, das war der Sonnenuntergang. Ich würde jetzt wahrscheinlich einen Uber nach zu meinem Airbnb nehmen, weil ja, morgen geht's los. Da habe ich meine Tour gebucht mit Peru Hop. Erste Station ist Paracas und die Isla. Jetzt weiß ich nicht ganz genau. Es sind auf jeden Fall ähnliche Inseln wie die Galapagos-Inseln. Mit sehr vielen Vögeln, mit Robben und ja, einfach vielen Tieren dort vor Ort. Pelikan, glaube ich, auch. Das geht schon um 6 Uhr los, deswegen werde ich meinen Rucksack packen müssen und Geräte aufladen. Vielleicht genieße ich hier noch ein Bier auf der Terrasse. So, ja, dann war's das.